Harry sagt, guten Morgen hier mit diesem Blick in die Berge. Es sieht richtig trübe aus hier bei uns heute. Und das hat sicher was mit dem Wetter zu tun, genau. Ja, heute Morgen ein anderes Bild. Ich habe gewartet bis zum Schluss, war schon wieder laufen, aber die Sonne kommt nicht aus. Und wir haben auch hier ein bisschen Algenteppich im Wasser. Aber das ist nichts Ungewöhnliches und hat auch nichts mit Corona zu tun. Die Temperaturen jetzt im Moment 21 Grad, nachts waren es heute 16 Grad, 17 an der Hauswand und Höchstwerte heute um die 24 Grad. Und zum Wochenende ist die Regenwahrscheinlichkeit auch höher, Luftfeuchtigkeit 69% jetzt. Sonnenaufgang 7.30 Uhr, Sonnenuntergang 20.31 Uhr. Ja, hier ist wieder an dieser Ecke, wie so häufig, auch immer wieder ein bisschen Algen angeschwemmt worden. Die Abrisskante, die ist immer noch da, aber die ist jetzt nicht neu. Das ist die schon gewesene, das sieht man bei der letzten Flut nicht erreicht. Die ging nur, hier sieht man noch die Algen liegen, die letzte Flut, die ging nur bis hier. Also die Abrisskante ist alt, das heißt, es war nicht so viel Bewegung im Wasser wie sonst. Ja, und dann viel Spekulationen über den Weg, der hier an den Lokalen vom Shopping Center Oasis an der Unterseite entlang führt, Richtung Leuchtturm. Aber dazu äußere ich mich dann in der Realität. Das hat im Wetter hier nicht viel zu suchen. Ja, der Blick mal in die andere Richtung. Vorne sehen wir ein Schiff. Das ist aber sicher kein Kreuzfahrtschiff. Ich nehme an, ja, wie ein Handelsschiff schaut es auch nicht aus. Eher was Militärisches, vielleicht mit der Übung, die wir ja noch haben hier vor den Küsten der Kanarischen Inseln. Das kann auch sein. Alles nur Spekulation jetzt. Ja, 21 Grad. Ich sehe das Thermometer, die Uhrzeit auch noch mal genau jetzt. 9 Uhr und 27 Minuten. Ja, und wer Zeit hat, der kann ja mal die Videos vergleichen, die ich in der letzten Zeit hier gemacht habe. Und sich dann die Unterschiede ansehen von diesem
Stück Strandabschnitt, was ich jetzt gleich noch mal heranzoome. Und was es damit auf sich hat, das sage ich euch dann in der Realität, also zumindest das, was ich weiß. Da ist auch wieder der Mann in der blauen Hose. Den will ich jetzt natürlich nicht unbedingt aufnehmen. Also da gibt es zwei, aber der an den Steinen steht. Da geht es jetzt um den Weg. Um den Weg vorbei. Dieses Stück. Sozusagen sind das die Steine des Anstoßes. Ja, ihr seht, hier ist noch nicht viel los, sogar heute alles noch frei hier auf der Terrasse, obwohl das zum Sitzen natürlich auch schön ist und angenehm. Temperatur haben wir ja. Ja, und am Ende wie immer der Button zum Abonnieren für den Kanal. Kurz vor Ende erscheint das Logo, das runde Bild mit dem Leuchtturm, und wenn man da anklickt, kann man abonnieren. Und dann erscheint kurz vorher noch mal rechts oder links, je nachdem, ein rechteckiges Bild. Das ist eine Empfehlung, die YouTube ausspricht für ein weiteres Video. So, ich nehme schon an, dass die Sonne heute noch mal rauskommt. Ja, der Himmel sieht genauso dunkel aus wie hier über den Bergen, obwohl ich sage mal hier aus Richtung Las Palmas. Da ist es schon ein bisschen freundlicher. So, mit diesem Rundumblick verabschiede ich mich dann auch für heute mit dem aktuellen Wetter. Von ja, unserer Lieblingsinsel Gran Canaria, und grüße natürlich alle anderen Inseln, Teneriffa, und es gibt auch ein schönes Video wieder von den anderen Inseln, immer so mal zwischendrin, von Fidel zusammengestellt. So, ich sage jetzt bis später, Harry unterwegs oder eben heute Abend zur Realität. Bis dann.